Willkommen zu einer weiteren Folge Coral Island. Jetzt sind wir Best Friend beim Seevolk. Naja, ich würde eher sagen, wir sind geduldet. Aber immerhin, ich habe ein Zimmer, habe ein Bettchen, kann da übernachten. Das ist schon mal viel wert. Und heute wird ein bisschen dekoriert, denn ich habe ja Steine gesammelt. Und Holz kann ich auch sammeln. Holz ist auch so ein Thema. Ich werde jetzt in der Zeit... Ah, ich muss von Hand ernten. Weil meine Sichel ist ja noch... Ist ja doch beim Schmied. Ich weiß gar nicht, ob ich die heute wieder kriege. Na, mal gucken. Genau, das ist ja nämlich so ein Thema, weil ich muss das hier erstmal wegpflücken. Und ich brauche mehr Bäume. Die werden nämlich langsam knapp. Und die Bäume, die jetzt um mich rumstehen, ne, wenn jemand denkt, du hast doch Bäume. Ja, aber die hier haue ich nicht weg. Kann hier mal, also kann das mal, also hallo? Das ist mit der Sichel so schön. Wenn ich bedenke, dass ich das zu Anfang wirklich so gemacht habe. Oh mein Gott. Ah ja, jetzt pflücke ich das erstmal alles weg. Dann muss ich zu den Tieren. Dann muss ich meine ganzen... Boah, ist das kompliziert. Ach, mein Inventar ist voll. Ah, das macht Sinn. Gut. Gut, gut. Oder gar nicht so gut, gut. Aber gut, gut. Erstmal alles rein. Und ich hatte ja einen Kommentar bekommen, wofür dieses ganze Amaranth hier ist. Wo ist denn das da? Amaranth. Und, na, Reis wahrscheinlich nicht. Obwohl, ich weiß nicht. Weizen auf jeden Fall. Kannst du in die Mühle packen. Da dachte ich mir, das ist doch eine richtig tolle Idee, eine Mühle herzustellen. Also, herstellen zu lassen. Und ich habe mal nachgeguckt. Also, ich spiele manchmal so ein bisschen, den Tag heute zum Beispiel habe ich so ein bisschen gespielt. Dann habe ich halt so ein paar Sachen gesammelt. Und bin da mal zum Schmied. Zum Schmied, zum Tischler und hab mal geguckt, was brauche ich dafür. Also ich beende den Tag dann nicht und guck dann, wie viel Platz braucht das, wo passt es am besten hin. So dass ich dann in der Aufnahme nicht so ganz doof dastehe. Und ich habe schon ein schönes Plätzchen gefunden. Aubergine, Aubergine. So, jetzt aber. Ein Hoch auf die Sichel, also total, echt. Das hier ist noch nicht fertig. Ach, hier ist schon zu Ende. Genau, deswegen werden wir gleich ein Plätzchen freimachen für die Mühle. Ich habe mir schon ein schönes Plätzchen ausgesucht. Ich glaube, das passt auch ganz gut. Und dann werden wir die Mühle in Auftrag geben. Dazu brauche ich... Ach, warte mal, ich muss noch was herstellen. Das ist ja noch gar nicht passiert. Also ich habe es schon gemacht, aber ich habe ja die Aufnahme nicht gespeichert, beziehungsweise ich habe den Tag ja nicht beendet. Somit ist das ja gar nicht passiert, was ich da gemacht habe. So, und zwar brauche ich eine Menge Müll. Müll, Müll. Und ich werde auch eine zweite Recyclingmaschine bauen. Damit es ein bisschen flotter geht. Ich brauche jetzt eine Menge Schrott. Ich brauche 20 Schrott, 50 Holz. Und noch irgendwas. Da war noch was. War es Heu? Ich glaube, es war Heu. Ich glaube, das war Heu. Ach, das habe ich jetzt erneut. Die Holztruhe und die hölzernen Bogen. Wir probieren mal was aus. Und ich suche jetzt erstmal die Recyclingmaschine. Die ja irgendwo da sein muss. Sehr schön. Ich glaube, eine zweite langt erstmal. Eine zweite langt. So, die kloppe ich jetzt einfach erstmal hier hin. Oder dahin? Glaube ich, sie dahin. Ja, es steht. Das hier ist alles noch nicht final. Ne? Ich habe das nur von da oben weggeholt. Weil da oben wurde es ziemlich knapp. Also, das wird nicht so bleiben hier. Das soll nochmal anders werden. Was ich auch machen müsste, diese kleinen Bäumchen anpflanzen. Denn ich habe da auch ein paar Quests für. Ja, die ballern jetzt erstmal ordentlich Schrott durch. Das ist schön. Habe ich noch Platz im Inventar? Ja, ein bisschen habe ich noch. Irgendjemand wollte Süßkartoffeln haben. Das weiß ich. Da muss ich auch nochmal gucken. Da habe ich eine Quest. Die. Das ist ja erstmal noch was, ne? Ja, so ein bisschen. Da auch. Jetzt haben wir aber alles. Nee, das noch. Ach nee, das war der Sprinkler. Ja, da ist auch alles reif. So langsam artet das hier in Arbeit aus. Aber gut, ist natürlich auch, weil ich gerade keine Sichel habe. Wetten, ich kann die gleich abholen. Und gleich ist es auch schon 9 Uhr. Dann nehmen wir mal alles mit. Zack, zack, zack. Ja, der Honig, der brauchen wir schon sehr lange. Und, genau, die ganzen Geräte kommen mal noch woanders hin. Dann soll das mal so werden, dass... Ja, guck mal, hier sind wir gleich voll. Das kriege ich noch unter. Und dann ist nämlich schon Dadeldu. Die Kiste ist voll. Ja, dann ist es, glaube ich, jetzt soweit, dass ich das so machen muss. Die Sachen, jetzt zum Beispiel meinetwegen ins Einmachglas sollen oder die in den Bienenstock rein sollen. Dass ich dann da immer eine Kiste hinstelle, die Sachen da reinpacke und dann immer, ja, im Optimalfall morgens einmal auffüllen. Das wäre so das Optimum, ne? So, hier, ja, die Süßkartoffeln will ich nicht verkaufen. Was machst du mit Süßkartoffeln? Kommen die ins... Süßkartoffel...
Pampe? Oder was macht man da? Kann man das ins Eimachglas? Was machst du mit so einer ollen Kartoffel? Tatsächlich, das geht hier rein. Ist ja verrückt. Das sind Auberginen, deswegen geht das, weil das keine Süßkartoffeln. Ja, Aubergine macht Sinn, aber Süßkartoffel, weiß ich nicht. So, hier war ich schon. Oh, hier muss ich mal was anbauen wieder. Da ist Leerlauf, das geht ja gar nicht. So, was haben wir hier? Ja, noch mehr Aubergine. Oh, doppelte Ernte, sehr schön. Noch weniger Platz im Inventar. Habe ich die anderen alle schon? Ja, scheint so. Das ist hier Sprinkler. Das ist nichts. Und dann, das wird so eine Folge, da laufen wir nur rum, glaube ich. Ich wollte eigentlich was erweitern. Aber ich muss jetzt auch gleich mal ein bisschen Holz holen. So. Ja, dann muss ich das immer gießen, ne? Ich hoffe mal, dass es morgen fertig ist. Aber leider muss ich es dann abnehmen. Oh, das Problem ist, ich kann es dann nicht neu hinstellen, weil ich werde gar nicht so viel Geld haben. Schwierig. Das ist schwierig. Ach man. So. So, mach ich mal schön Moonwalk hier. Und ja, hier muss immer eine Lösung hin mit Sprinklern. Aber ich hätte gern einen größeren Sprinkler. Einfache Sachen, warum fehlt da eine Blume? Ja. Da war ein Vögelchen, das hat mir etwas geklaut. Naja. Das ist ein Wahnsinn. Ja, das würde echt viel Zeit sparen und viel Energie, ne? Aber gut. Ich wollte das so, jetzt ist es so. Vielleicht baue ich es danach auch erstmal nicht neu an, bis ich einen Sprinkler habe. Weil das ist doch ganz schön kräftezehrend. Ja, und das Wasser, ja, super. Die letzte Pflanze, natürlich. Na ja, gut, wo ich schon mal hier bin. Zack, zack. Kann man machen. So. Da. Darf ich mal durch? Dankeschön. Das letzte Pflänzchen. Und dann, gehen wir mal zu den Tieren. Ja, gute Sache. Nee, weil genau, das wollte ich mal ausprobieren. Ich könnte jetzt das hier einmal wegkloppen. Und dann kann man sich mal angucken, wie das mit dem Dix aussieht. Ja, könnte man machen. Entweder das kombinieren. Oder was gibt es eigentlich an Holzzäunen? Aber habe ich ja schon mal gehabt, ne? Ja, die hier. Ob man einmal so macht, einmal so macht, einmal in Stroh. Aber das sieht dann auch ganz schön Patchwork aus. Also ich würde schon sehr einheitlich haben wollen. Und mir gefällt das mit den Steinen sehr gut. Vor allen Dingen, wenn die Bäume drum sind. Dann finde ich das schon, sehr schick. So, komm mal her hier. Einmal die Birne streicheln. So. Ja, du auch. Ja, und dann könnt ihr raus. Heute ist ein schöner Tag. Sehr schön. Geh nochmal rein. Guck nochmal nach, ob alles in Ordnung ist. Ja, Tiere sind noch drin. Dann können wir sie jetzt rauslassen. Oh, nee. So. Jetzt geht's. Ja, wahrscheinlich habe ich jetzt den Eimer nicht dabei. Aber streicheln können wir schon mal. Ich glaube, vielleicht baue ich mir da auch eine Kiste hin und packe da den Eimer rein. Einfach, dass er mal hier ist, weil das ist ja jedes Mal so, Mann. Dann holen wir mal das Eimerchen. Das kann man weg. Und das packen wir mal rein. So. Schön, schön. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er. Und dann soll die Emma auch mal rauskommen. Als nächstes würde ich mir ein Schaf holen. Ja, das kommt hier nämlich auch rein. Ja, damit wir so ein bisschen die Artenvielfalt hier erhalten. Große Milch. Oh, das ist ja richtig gut. Das gibt ja auch große Butter. So, komm raus. Das kann ich auch gleich mal mitnehmen. Da hätte ich jetzt auch genug von, aber das ist ja für die... Fürs Silo, glaube ich, ne? Oder nee, das war für die Seen? Nee, fürs Silo. Und das Silo will ich im Moment eigentlich gar nicht holen. Irgendwie, weiß nicht. Brauche ich nicht. Derzeit. Dann machen wir doch mal hier schön die... Ach nee, war ja... Das war ja hier rein, das geht jetzt nicht. Ja, da bräuchte ich da mehr von. Kann ich, glaube ich, gerade gar nicht machen.
Die Dinger brauchen. Ich glaube, brauchen die. Kann ich doch. Oder mach ich noch einen. Was soll der Geiz? So. Schön. Schöne große Butter. Gut, jetzt brauche ich Holz. Dafür brauche ich natürlich wiederum. Dafür brauche ich wiederum, ne? Und überhaupt. Jetzt muss ich mal Platz machen hier. Da geht nichts rein. Und da auch nicht. Da ist alles voll. Der Reis passt da nicht mehr rein. Das packe ich mal da rein. Ja. Ja. Ich muss mal umstellen. So, jetzt brauche ich aber die Axt. Jetzt brauche ich erstmal eine Axt. Eine Axt, eine Axt, eine Axt. Ja, dann pack's da hin so. Was ich auch mal herstellen will, ist noch mehr Fallen. Für die Insekten. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. So, das holen wir mal ein bisschen Holz. Ich muss hier eh bald Platz schaffen. Ich werde hier dann langsam die Baumfarm hinstellen, die ich hier haben wollte. So, 50. 50. Hau ich hier vorbei. So, wie viel habe ich jetzt? Ich habe 42, wa? Eine 50. Okay. Schauen wir mal nach dem Schrott. Was sagt denn der Schrott? 8 und 8, das wären 16. Das reicht noch nicht ganz. Ich glaube, es war Stroh. Was ich brauchte. Ich glaube, es war Stroh. Schauen wir mal. Nehmen wir es. Nein, die Kiste heißt immer weiter so. So. Schön. Das ist sehr schön. Ja, ich brauche wahrscheinlich viel mehr von den Dingern hier, ne? Na gut, das kann auch rein. Brauche ich einfach viel mehr, damit ich viel mehr reinballern kann. Ich sammle jetzt immer mehr an. Natürlich, klar, weil ich viel mehr abbaue. Was wollte ich ja nicht hier unten jetzt? Also ich wollte mal gucken wegen... Na, jeweils einen brauchen die noch. So, hier müsste ja der Weg weitergebaut werden. Dazu brauche ich Holz. Das verplemper ich jetzt natürlich nicht. Das heißt, hier muss hier eine Reihe... Ja, die Reihe muss hier noch fertig gemacht werden. Genau. So, und jetzt zeige ich euch mal, wo meine Mühle hinkommt. Und zwar hier. Deswegen nehmen wir das wieder weg. Den Baum lasse ich erstmal stehen. Vielleicht muss er weg, das weiß ich noch nicht. Und dann nehmen wir das einmal mit hier. Und dann haben wir genug Schrott. Und wir haben genug Holz. Und im Optimalfall haben wir auch genug Stroh, wenn es denn Stroh war. Habe ich noch Platz im Inventar? Jo. Dann kann ich mir gleich die Käferrunde machen. Und dann nehmen wir die mal alle mit. Mal gucken, wie viel sie da verfangen haben. Und ich werde, glaube ich, mehr davon hinstellen. Hier ist nichts. Na gut. Das nehme ich mal so hin. Da ist nichts. Okay. Hallo. Oh, die. Ne, ist eine Wespe. Kommt hier noch was? Kriege ich noch was? Ah ja. Okay, Menschengesicht Stinkwanze. Könnte ein Schimpfwort sein, ne? Du Menschengesicht Stinkwanze. Naja, zwei Stück immerhin. Ich glaube, wenn ich jetzt hier mehr hinpacken würde... Das ist wahrscheinlich random. Ich könnte die auch alle an eine Stelle stellen. Und das Spiel wird jeden Abend wahrscheinlich auswürfeln, wo was reinkommt und wo nicht. So wird es garantiert funktionieren. So, ein Slot habe ich noch frei. Und dann wird schon wieder Zeit für eine neue Taschenerweiterung. Naja, es hat noch ein bisschen Zeit. Hat noch ein bisschen Zeit. So. Ja, moin. Ich hätte da gerne mal was geschreinert. Und ich habe was... Es war ein Bronzebarren. Es war ein Bronzebarren. Stroh, Bronzebarren. Wo ist dann der Unterschied? Das ist doch genau das Gleiche. Ah, Mann. Gut. Gut. Holen wir die. Könnten natürlich jetzt auch den ganzen Kram, der die Kisten voll macht... Oh, reden wir mal, komm. Das ist das schönste Laubwerk, das ich jemals auf Coral Island gesehen habe. Ja, das stimmt. Ich könnte natürlich jetzt auch einfach alle Sachen verkaufen, klar, aber der Ertrag ist ja doch höher, wenn ich es weiter verarbeite.
Sollte. Ich habe es noch nicht überprüft, aber es wäre ein Ding, wenn es nicht so wäre. Was wollte ich? Genau, ich wollte Bronzebarren holen. Und den Stroh rauspacken. Nein. Da. Bronze, Bronze, Bronze. Da. Sehr schön. Aber jetzt. Jetzt holen wir uns eine Mühle. Brauchst du ein Pferd, ne? Aber ey, das sind 15.000. Und das ist ja nur das Pferd. Das heißt, du brauchst den Stall ja auch noch. Können wir auch gleich mal gucken, was der kostet. Und dann, ja, kannst du dich wahrscheinlich schneller auf der Insel rum fortbewegen. Aber ob das Sinn macht? Also ja, klar, aber ich kann mich auch überall hin teleportieren. Ob ein Pferd, also das ist wirklich so, glaube ich, das allerletzte, was ich hole. Wenn ich nicht mehr weiß, wo mit meinem Geld, dann ein Pferd. Schreinern. Guck mal, können wir mal gucken. Guck mal, der Stallkoffer. Ah, das Pferd auch, glaube ich. Das wäre 30.000, das ist total krank. Okay, Mühle. Schreinermodus. Hallo, ich will ja mal runter. Hey, einmal rüber, bitte. So. Und zwar wollte ich das. So, dann lasse ich es. Ich könnte so machen, dann ist vorne eine Reihe frei. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist gar nicht so schlecht. Ja, dahin bitte. Bestätigen. Ist nicht symmetrisch, ich weiß, aber das ist nicht so schlimm. Das biege ich mir alles ein bisschen zurecht. Sehr gut. Ab nach Hause. Dann kann ich jetzt Holz wegkloppen. Dann können wir weiter gestalten. Und dann muss ich mal zusehen, dass ich mit dem Dings weiterkomme. Na? Ich weiß nicht mehr. Ja, Saaten kaufen brauche ich jetzt gerade nicht. Ich habe kein Geld. Na gut, ist halt mal ein bisschen weniger angebaut. Ist auch nicht schlimm. Schauen wir uns das einmal an. So, so sieht das jetzt hier aus, ja. Ich glaube, das wird ganz gut. Dann würde ich, glaube ich, noch ein Bäumchen hier vorne hin machen. Oder hier hin. Ja, dann ist es... Achso, warte mal, kann ich da jetzt nichts hinbauen? Ach, die Mühle wird... Ah, da kann später gar nichts hin, dann kann das nur hier hin. Achso, warte mal, doch. Falsche Taste gedrückt. So, hier ein Bäumchen, das lassen wir da. Und dann schauen wir mal, wenn das Gebäude fertig ist. Hier könnte ich mir vorstellen, eine Kiste dann hinzustellen. Kann ich gerade eine herstellen? Ah, es fehlt Holz. Ah, gut, dann holen wir mal ein bisschen Holz. Ich mache jetzt mal die Ecke da hinten frei. Naja gut, ganz frei geht nicht, weil ich brauche die Sichel. Ja, weil hier soll die Baumfarm hin. Den konnte man ja gar nicht sehen. Okay. Die kleinen lasse ich nochmal stehen. Vielleicht, ja, wachsen die noch. Also ich muss sie jetzt nicht zwingend gleich wegmachen, aber hier die Ecke wird frei werden müssen. Das ist gesetzt auf jeden Fall. Oha. Ah, zum Glück komme ich da noch ran. Das wäre doof gewesen. Dann liegt das Holz da rum und guck mich mal an. Aber ich glaube, ich komme. Ich weiß gar nicht, komme ich auf der anderen Seite da hin? Was ist hier eigentlich? Naja, doch, könnte sein, dass ich da hinkomme. Oha. Energielagalle. Das hatte ich ja schon lange nicht mehr, um 15 Uhr. Gut, jetzt haben wir zumindest erstmal genug Holz. Kann man das nicht weghauen? Nee! Das kriegst du mit nichts weg? Nur mit das Gras bekommt man nur mit der Sichel weg? Dann schaue ich mal kurz beim Schmied vorbei. Ah, heute ist Mittwoch, ne? Warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Ach, die haben offen. Okay. Schauen wir kurz beim Schmied vorbei. Vielleicht ist heute doch schon fertig. Vielleicht nehme ich das auch mit. Und vielleicht verschenke ich es gleich. Mal gucken, ob wir jemanden finden. Einen dankbaren Abnehmer. Eine dankbare Abnehmerin.
im Optimalfall. Ansonsten schenke ich es Pablo. Wenn ich sonst keinen sehe, ich glaube, der kleine Mann, der macht sich daraus nichts. Aber du machst dir bestimmt was draus. Hier. Hast du wirklich gedacht, das würde mir gefallen? Haha, nein, war nur ein Scherz. Es ist perfekt. Glück gehabt. Sorge dafür, dass du deine besten Produkte zum Erntedankfest am 15. mitbringst. Okay. Mache ich. Versuche ich. Jetzt wollte ich mal gucken. Das war die Suki. Die müsste unser S sein. Da ist sie. Ja, sie mag das. Sie mag das. Ist okay. Kann man mal machen. Ich habe gerade mein Netz nicht dabei. Schade, ich wollte den Käfer gerade fangen. Ah. Glück gehabt. So, bitte lass mich die Sense abholen. Nee. Mein Inventar ist voll. Ich kann das nicht öffnen. Ja komm, ich hau das letzte Dings hier weg. So. Ein Aquamarin. Also dafür hat sich schon gelohnt. Komm, reden mal. Die BOS-Typen haben erwähnt, das wäre ein Haufen wertvoller Metalle in dem Dorf. Tor, das jetzt offen ist. Da wäre ein Haufen wertvoller Metalle in dem Tor. Ah, okay. Ich habe mir gedacht, wir könnten damit unsere Vorräte wieder auffüllen. Ich kann immer Material zum Arbeiten gebrauchen. Jo. Da bist du gar nicht so alleine. So, wie ist das mit dem Ding? Kann ich spenden? Oh, dann machen wir das mal. All in. Ab in die Dings damit. Ja, moin. Aus der Höhle kommt einfach stetig gutes Zeug, stimmt's? Casual. Immer her mit dem neuen Material. Damit ich deine Werkzeuge so gut... Was? Damit sind deine Werkzeuge so gut wie nie. Okay. Oh. Oh. Ich darf's gar nicht sehen. Schöne fette Raupe. So. Ich brauche hier gar nicht lang gehen, weil einsammeln... Oh, eine Sache könnte ich einsammeln. Ja, nur bin ich ein bisschen abgebrannt. Jetzt muss ich mal ein bisschen Geld verdienen und dann können wir uns wieder was leisten, ne? Ist halt so. Ja, moin. Ich wohne mit meinem Mitbewohner Cham im Observatorium. Du kannst jederzeit vorbeikommen. Okay. Und ich muss auch mal, ich weiß nicht, ob das heute geht, zum Leuchtturm. Soll ich ja. Und ich habe festgestellt, der ist gar nicht so weit weg von mir. Ich kann unten, unter, also unten südlich in meinem Grundstück, da gibt es einen Ausgang. Und da kommst du dann dahin. Bam. Wow. Okay. Ja, das war's auch schon. Aber immerhin, es füllt sich. Es füllt sich. Es wird angereichert. So. Oh, lecker. Ein Zuckerbaumsamen. Komm, den kloppen wir gleich mal weg. Ja, lecker. Und dann kann ich noch ein paar Bäumchen wegmachen. Das ist eine gute Sache. Dann wird die Energie gleich mal eingesetzt. Ja, schade. Dann kann ich erst wirklich morgen meine Sichel abholen. Ja, vermisse ich schon. Schon sehr. Doch. Guck mal, diese Kompostdinger müssen auch nochmal bei Gelegenheit weg. Ja, ich werde mir hier mit den Werkzeugen, ich werde mir was einfallen lassen müssen. Also das ist keine schöne Lösung. Mir gefällt es nicht so. Ja, weg damit. Da wird was anderes her müssen. Also ist die Energie doch eigentlich ganz gut eingesetzt hier. So, zack, da doch noch mitnehmen. Wir kriegen auch eine Menge Samen, die ich dann ja auch brauche. Und vor allem brauche ich eine ganze Menge Heu. Da habe ich so ein bisschen Angst vor, weil ich möchte so ein bisschen mit Heu was machen. Aber nicht, dass ich nachher so viel Heu brauche, dass ich kein Futter mehr habe. Und der Winter, der kommt ja auch langsam. Aber stetig auf uns zu. So, ich würde mal sagen, Energie ist aufgebraucht. Dann schaue ich nochmal, ob ich irgendwas hier rausholen kann. Was ich gleich veräußern kann. Ist voll, ne? Ist voll. Ist voll. Es wäre schön, wenn man diese Versandkiste irgendwie weiter runterstellen könnte, oder? Kann man das sogar? Nee. Leider nicht. Schade. Okay, eingelegte Aubergine. Das kann weg. Mache ich noch irgendwas, was weg kann? Das garantiert nicht. Das kann weg. Die Blume kann ich sehr gut gebrauchen.
Wobei ich denke, ab morgen. Ich denke, morgen ist soweit. Morgen gehen die auf, die Dinger hier. Und dann muss ich sie leider wegkloppen. Weil ich brauche dann Futter für die Honigdinger. Guck mal, der eine ist auch gleich fertig, ne? Ob ich da noch kurz warte. Und dann kann ich dann nämlich gleich die neue Blume reinpacken. Die ich gefunden habe und dann gibt es wieder Geld. So, was wollte ich hier? Buddha. Ja, da kennen wir den Preis natürlich noch nicht. Das gibt bestimmt richtig Kohle. So, komplett fertig hier. Aber ich kann das Ei doch hier mal reinpacken. Hätte ich wahrscheinlich schon viel eher gekonnt. So. Hier kloppe ich das einmal weg wieder. Kann man machen, ja. Vielleicht nutzen wir es auch mal. Aber erstmal nicht. Dann mache ich wieder mal einen schönen Steintorbogen rein. Ne? Ist halt wieder schön einheitlich. Perfekt. So, wie sieht's aus? Bist du fertig? Mensch, werd fertig. Na, dann räume ich noch ein bisschen mein Inventar auf. So, was auch weg kann, ist das hier. So. Okay. Also, ein bisschen durchsortieren hier. Ja, da passt nichts mehr rein. Das muss rein und das muss rein. Und da passt nichts. Ah, kommt ein bisschen was rein. Ah, guck mal, ich habe ja noch mehr Jepun. Ich habe ja noch voll viel hier. Ja, den brauche ich ja. Ja, warte mal. Und das kann da rein. Nee, da nicht rein. Und das brauche ich auch nicht gleich. Und hier soll es hin. Und irgendwo war was falsch einsortiert. Das hatte ich. Ah, hier. Genau, der hier. Der Erdjuwel. Der gehört doch gar nicht hier hin. Der muss hier hin. So, jetzt haben wir's. Dann muss ich mal. Die kann ich doch bestimmt spenden, oder was? Hab ich schon. Da nix, da nix. Halt! Na gut, das muss ich mal. Okay, zum Tempel bringen, ja. Dass wir das mal machen. Am besten machen wir das gleich nochmal. Ja. Machen wir gleich nochmal. Und dann nehme ich auch gleich mal das Salz mit. Den da muss ich auch spenden. Muss ich dich ja noch spenden? Oh, tatsächlich. Warum habe ich das da reingepackt? Ah, da war wahrscheinlich mal ein Tag zu. Das habe ich schon gespendet. Das muss. Was ist denn bei mir los? Und da brauche ich, glaube ich, mehr von. 3, 4, 5. Irgendwie sowas. So, dann kannst du mal. Ich glaube, das war die Weißband. Putzgarnele, die weg konnte. So, jetzt muss aber mal langsam hier das Ding der Honig fertig sein hier. Jung. So. Endlich. Sehr schön. Sehr schön. Okay, also. Honig hier rein. Was brachte der jetzt eigentlich? 30. Naja, doll ist nicht, ne? Was bringt denn so ein Jepun-Ding einzeln? Wobei ich jetzt gar nicht weiß, welches ich reingepackt habe. Ach je. Ah, da. Da stehe ich natürlich bei, muss ich an der Kiste stehen. Ah, okay, dann lassen wir es. So, dann einmal hier hin. Ab zum Seetempel. Irgendwo müsste ich da was spenden können. Fangen wir mal hier vorne an. Was ist eigentlich mit den Erzeugnissen Sommer, Fall? Ah, guck mal, da fehlt mir noch was. Oh. Reis fehlt? Hab ich? Eine Orchidee, das darf ich nicht vergessen. Und Kürbisse. Ich hoffe mal, ich habe die angebaut. Naja, gut, wenn nicht, mache ich sie noch, aber... Es kann sein, dass ich die gar nicht angebaut habe. Ah, hier, das... Ah, okay, das ist das. Ah, guck mal, das Gold brauche ich noch und 3 hiervon, 3 davon. Das hätte ich ja sogar. Aber irgendwo muss das Meersalz da noch hin. Oder habe ich das schon gemacht? Nö, irgendwo muss es hier sein. Irgendwo muss hier noch eine 1 aufleuchten. Okay. Muss das vielleicht alles eine Qualität haben? Das muss ja irgendwas Ozeantierchen nicht. Aber irgendwas Ozean auf jeden Fall. Monster, Früchte, einfache Handwerk. Nee. Edelstein, seltenes Kochen, seltene Ressourcen. Ja, das ist ja keine seltene Ressource. Das ist ja Tierzucht, seltene Kunsthandwerke, seltene Feldfrüchte. Okay. Wertvolle Edelsteine. Seltenes. Ja, das ist ja kein Kochen. Hä? Moment mal. Das ist ein Fisch, ist klar. Seltener Fisch, Ozeantierchen. Insekt Nacht, Insekt Tag.
Okay. Jetzt habe ich wahrscheinlich schon 5 Mal drüber weggesehen. Ozean Beute. Ah. Aber. Ah, das muss alles eine Qualität sein, ne? Das ist schade. Oh Mann. Ja, dann muss ich das weiter sammeln. Okay. Dann wollen wir nochmal zum Museum. Geh ich mal dahin. Und dann auf dem Rückweg kurz zum Museum. Vielleicht quatschen wir mal kurz. Also das neue Tor in der Höhle ist jetzt offen. Theoretisch sollte jetzt hochwertige Erze abfallen. Ich hoffe, alle lassen Vorsicht walten, wenn sie das erkunden. Es ist schließlich unbekanntes Gebiet. Okay. Und irgendjemand braucht noch Süßkartoffeln. Jetzt, wo ich gerade die Tafel da sehe. Oh, das darf ich nicht vergessen. Und eigentlich braucht auch jemand Papaya, glaube ich. Aber ich habe den Baum hier angepflanzt. Weil ich nicht weiß, wohin damit. Ich habe da noch keine Idee, wo ich damit hin will. Sollte ich langsam auch mal eine Idee haben. So. Also, hierhin Gegenstand spenden. Na ja, immerhin. Mehr war es dann doch nicht. Okay. Hä? War er nicht dabei? Ja, guck mal. Gespendet hier? Ach, ja. Okay, habe ich voll übersehen. Sehr schön. Okay. Dann haben wir es jetzt. Und dann gehe ich nochmal kurz zum Leuchtturm und dann kann ich ins Bett. Dann kann ich ins Bettchen. Eigentlich wollte ich dekorieren. Da ist ja fast gar nichts passiert. Außer, dass ich ein paar Bäume weggekloppt habe, ne? Wahnsinn. Ist ja irre. Ist ja irre. So. Gehen wir mal einmal komplett runter. Und dann schauen wir mal, ob irgendwas beim Leuchtturm passiert. Guck mal, die Dinger sind fertig. Das blitzt und blinkt. Genau, hier muss ich durch und da müsste ich eigentlich zum Leuchtturm kommen. Hier war ich noch nie. Farm Lighthouse, der steht auch da. Hier, da wird noch was passieren. Heiliger Bereich, okay. So, und da ist er, glaube ich, irgendwo. Ja, guck mal, da kann ich mich sogar schon hin teleportieren. Ist ja lustig. Ausblick. Kann man da irgendwas sehen am Ausblick? Nee. Der Kastanie. So. Kann ich mal gucken? Nee. Hier konnte man bestimmte Sachen kaufen, ne? Das weiß ich noch. Ah, 9 bis 21 Uhr. Nee! Das ist nicht dein Ernst. Das ist exakt 21 Uhr. Oh Gott. Ja, toll. Hat ja wieder. Es hat wieder perfekt nicht geklappt. Oh Mann, ey. Naja, okay. Oh, alle Spider. Schade, die könnte ich mitnehmen. Die slidet da so ein bisschen rum. Ob ich mal kurz ein Netz hole? Ich mach das mal eben. Ich hoffe, die ist gleich noch da. So, die kommen mal weg. Ich weiß, eigentlich müsste ich da was draus zu essen machen, aber im Moment ist das Geld dann doch ein bisschen wichtiger, finde ich. So, das. Mal schnell das Netz holen. Und hoffen, die ist noch da. Das wäre schön, wa? So, mal kicken, wa? Ob die noch irgendwo... Die war ja irgendwo hier, ne? Da Raupe. Oha. Und hier... Ah, okay. Übersehen. Das war aber nicht die Spinne. Nee, die ist wohl weg. Schade. Die hätte ich schön spenden können. Das Ding, ja, brauche ich nicht mehr spenden. Kann ich verkaufen. Das machen wir auch, wa? Schön verkaufen. So, da haben wir schon mal den 10. Morgen ist der 11. 4 Tage dann noch. Bis das Erntedankfest ist. Und da muss ich dann meine besten Produkte bereithalten. So, das einmal hier rein. Da rein, bitte. Und ab ins Bettchen. Ab ins Bettchen. Ja, guck mal. Da streckt sich schon jemand. Einmal streicheln. Hey, Fluff, gute Nacht.
Ab ins Bett, mal schauen, was wir kriegen. Naja, 1700, immerhin. Könnte man schon wieder ein paar Samen von kaufen. Um die Felder voll zu machen. Es regnet. Das ist ein Segen. Ich muss nicht gießen. Ah, ich hab Post. Schauen wir mal rein. Ach. Treffen wir morgen Abend am Strand. Wesley vom Tauchplatz. Das habe ich doch schon gemacht. Mann. Ja, schade. Und die Orchideen sind immer noch nicht offen. Ach, ist das schade. Mein Gott, braucht das Zeug lange. Ja, und hier, das dauert jetzt natürlich 2 Tage. Ich wollte das gar nicht haben. Hab aber die Taste gedrückt. So, ja, hier wächst und gedeiht es noch, aber ist noch im Gange. Das Zeug ist alles fertig, das ist gut, können wir schön verkaufen, bis auf der Honig. Der braucht halt noch. Ja, dann geht's nächste Folge weiter. Dann ist das Ding hier fertig. Dann kriege ich meine Sichel, die kriege ich ja jetzt schon. Die kann ich abholen heute, Donnerstag. Ich hoffe. Und dann machen wir hier den Platz frei. Machen hier die Reihe endlich einmal voll. Und dann wird weiter gebaut. Ja, dann werden wir den Baumpark mal so ein bisschen machen. Lass mir was einfallen. Schauen wir mal, wie es nächste Folge wird. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr nächste Folge wieder reinschaut. Das wäre richtig prima. Und ich verbleibe mit allem. Ciao, ciao.